und macht weiter mit Crazy Horse, Gustav Peter Wöhler. Und ganz ohne Kontinuität, der Mann, der mir nach hinten raus den Arsch und das Herz und wahrscheinlich meinen Verstand gerettet hat, Andrew Bird, ist der Cutter des Films. Des Films, aber der einzige, der vor Ort war, Tom Spieß. Ja, als kleine Fußnote, die anderen beiden Produzenten waren und sind herzlich eingeladen gewesen, die wären auch gerne gekommen, aber das sind Tom Tykwer und Stefan Arndt und parallel zu unserer Vorführung hat Tom Tykwer seine Deutschlandpremiere von Hologramm. Also von daher, die lassen grüßen, aber gute Entschuldigung. Ja, Tom Hanks oder so, ne? Ja, ja, na gut. In diesem Sinne, Antoine, Walter, Popo, Bruno, Junior. Für den Ton mitverantwortlich war Kai Tebbel. Und um die ganze Sache irgendwie noch, weil wir übertreiben ja gerne, Julia hat Geburtstag, also los geht's. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, liebe Julia. Happy birthday to you. So, tschüss. Lieber Sebastian, das lege ich da gleich die erste Frage nahe. Wie habt ihr euch kennengelernt, Julia und du? Das ist ja, glaube ich, auch Julias erste Rolle gewesen. Und ich meine, es ist ja ein großes Leinwandwunder dann gewesen. Julia, sag du mal. Ja, also es ist so gewesen, dass ich auf dem Cover vom Jetzt-Magazin war, das hat Daniel Josefsohn damals fotografiert, da war ich mit dem Cowboyhut zu sehen. So, und eines schönen Tages war ich im Café unter den Linden, glaube ich, ja, und da saß der Sebastian mit Frank Riebe, seinem Kameramann, nebenan am Tisch und hat dort Storyboards gezeichnet und ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie habe ich mich zu denen ans Tisch gesetzt, ich glaube, weil ich rauchen wollte und an meinem Tisch ein Kind saß. Und die saßen am Fenster und ich habe die wohl irgendwie derbe genervt. Ja, dann würde ich jetzt an der Stelle einfach mal weitergeben, dass du weiter erzählst. Ich bin auch total, ich habe gedacht, wie geil wäre das, wenn du jetzt eine vollkommen andere Geschichte erzählst, als ich in Erinnerung habe. Aber es stimmt, also es war so, dass ich damals auf dem Jetzt-Magazin war, Julia schon mal zu sehen und ich weiß auch noch, dass ich dachte, ja, irgendwie, und dann habe ich das total vergessen. Und dann hat der Kameramann Frank Riebe mich gezwungen, als Erstlingsregisseur, dass ich das gesamte Buch
storyboarde. Sprich, jede einzelne Kameraeinstellung sollte ich als Bild malen. Meine Qualität als Zeichner hat sich irgendwie nach meinem 6. Lebensjahr nicht weiterentwickelt. Und ich war extrem genervt von. Dann hatte ich noch eine Baustelle bei mir vor der Wohnung. Und dann sind wir uns unter den Linden umgezogen und haben da uns hinten in die Ecke gesetzt. Ich war sowieso total genervt davon. Und dann kommt irgendwie dieses Mädchen, was erst am Nebentisch saß und auch am Nebentisch irgendwie geraucht hat, wo ich dachte, die darf doch noch gar nicht rauchen. So, und hab mich, wie man sich halt so über alles ärgert, wenn man irgendwas machen muss, wozu man keine Lust hat. Und die setzte sich dann so zu uns und meinte, ey, was macht ihr denn so? Und wir da, wir drehen Film. Ah, okay, und kann ich da mal vorbeikommen vielleicht? Und ich würde es mich interessiert, dass wie sowas gemacht wird. Und ich war mir total bockig. Und irgendwann bist du abgezischt. Und, oder beziehungsweise irgendwann habe ich gedacht, ich glaube, vielleicht kannst du echt mal am Set vorbeikommen. Auf jeden Fall war das irgendwie der Moment, wo Julia und ich uns dann. Und dann habe ich erst im Nachhinein kapiert, dass du auch das Mädchen von diesem Jetzt-Magazin warst. Und so war das dann. Ja. Und ein Lenz. Da hinten in der Ecke, wisst ihr, ne? Wo der beste Tisch. Und man so hinten ganz durchgeht, links. Da ist man so ein bisschen für sich. Da haben wenn man vielleicht so filmen würde, kann sich der positionieren und warten. Ich wollte auch nochmal sagen, ich habe das heute schon ein, zwei Mal gesagt, aber es stimmt trotzdem. Normalerweise, wenn wir in so einer Riesenbesetzung, das machen wir sowieso nie, aber wenn wir mit einem Mikrofon von der Leinwand stehen, dann heißt es, dass unser Film gerade fertig geworden ist und dass wir den Leuten, dass wir so hoffen, dass es den Leuten gefällt und dass wir auch so ein bisschen erzählen und hoffen. Und das ist echt das erste Mal, und ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig vielen Filmleuten passiert, dass ich heute so das Gefühl habe, durch diesen ganzen wahnsinnigen und tollen Tag, dass irgendwie Hamburg oder auch ihr, die ihr den Film mögt oder vielleicht sogar in euer Herz geschlossen habt, uns erzählt, dass ihr den Film geil findet. Und das ist echt ein Erlebnis, das was ganz Besonderes ist. Und dafür möchte ich mich bei allen, bei dir, Matthias, und bei dir, Manja, vom total tiefsten Herzen bedanken. Das ist echt eine abgefahrene Aktion. Und dass ihr alle mitgemacht habt, dass heute alle Filme aufgefallen sind. Sebastian, wie hast du denn die beiden Jungs gefunden, die da neben dir stehen? Der dritte, der kann ja leider nicht dabei sein, aber wie hast du die beiden gefunden? Und die Frage dann auch an Florian, hast du gerappt oder wer hat dir deine Texte da geschrieben? Ich habe die geschrieben, ich kann das ja heute sagen, ist ja lang genug her. Ich habe die auch mit einem, es gab von Reklam so ein reinen Lexikon. Das hatte irgendwie mein Mitbewohner. Und das habe ich schon auch benutzt, da habe ich so mal reingeguckt manchmal. Und, aber das ist natürlich nur ein Bruchteil der Wahrheit. Der andere ist, dass Dendemann Hip-Hop-Unterricht dir gegeben hat. Was heißt Unterricht? Management. Ich hatte Angst vor dem Film, weil ich habe gesagt, ich kann nicht rappen. Ich kann das einfach nicht. Und dann musste ich mich monatelang damit beschäftigen, mit Hip-Hop und deutschem Hip-Hop und kannte mich dann ziemlich gut aus, auch mit 1-2 und Dendemann und so. Und habe monatelang und so oft und so viel diesen Rap geübt, dass ich ihn immer noch kann und immer noch auswendig. Oh, bitte, bitte! Ich würde sagen, wie viel ich damit geübt habe. Und ich bin dann jedenfalls mit diesem Üben, also dann für Dendemann, wurde dann vermittelt, netterweise zu Dendemann in die Wohnung. Der wohnte in irgendeinem komischen Block, frag mich wo, irgendwo draußen in so einer dunklen Ecke im Erdgeschoss. So hatte ich es irgendwie das Gefühl. Wir saßen zwischen Wäscheständer, zwischen nasser Wäsche und Schallplatten irgendwie auf dem Fußboden. Und dann war ich wahnsinnig aufgeregt, weil ich fand ihn echt geil, den Dendemann. Immer noch. Und hab ihn dann so vorgerappt. Und dann war so Pause. Und dann hat er gesagt, yo, da geht doch einiges. Und das war der Satz, den ich gerne mitnehmen wollte in dem Film. Und deshalb hat sich das gelohnt, aber ich glaube, er hat mich nicht richtig gecoacht. Wie macht ihr das denn, ey, mit diesem Flow und so? Ich hab's nicht verstanden, egal. Also, aber ich kann zumindest auswendig gekontert. Wir haben auch vorhin irgendwie kurz gequatscht, wann war denn der erste Drehtag?
Und Antoine meinte so ganz trocken, 10. August 98 steht in meinem Führerschein, weil an dem Morgen um 6.45 Uhr hast du deine Führerscheinprüfung. Ja, für den Film, ja. Und weil du siehst, du kriegst die Rolle nur, wenn du Auto fahren kannst. Und ich habe gesagt, ich kann aber nicht Auto fahren. Und dann haben die gesagt, du musst einen Führerschein machen, wir zahlen dir den auch. Da habe ich gesagt, super. Und dann hieß es ja, dann komm vorher nach Hamburg. Der Sebastian möchte sowieso proben mit allen. Dann war ich 3 Monate oder 2,5 Monate. Ich glaube, ich war auch der Einzige, der so lange in dieser Wohnung saß. Und dann habe ich in der Kfz-Werkstatt am Alten Pferdemarkt gearbeitet, halbtags. Und die andere Hälfte des Tages habe ich meinen Führerschein gemacht, in Hamburg. Ja. So 10.8.98, werde ich nie vergessen. Ich habe auch so einen Hessburger, ich habe so ein Burgerpraktikum gemacht, genau in dem Laden, wo du dann gedreht hast.